Herzlich willkommen zum Webinar Robotic Solutions von EGS Automation. Ich bin gebeten worden, am Anfang darauf hinzuweisen, dass das Webinar aufgezeichnet wird. Würde alle bitten, ihre Mikros stumm zu schalten und die Fragen während dem Webinar zu sammeln. Wir haben am Ende die Gelegenheit, die zu stellen und zu beantworten. Kurze Vorstellung zu mir. Mein Name ist Heiko Röhrig. Ich bin bei EGS Automation verantwortlich für Vertrieb und Marketing. Von der Ausbildung her bin ich Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, elektrischer Energie- und Automatisierungstechnik. Ich beschäftige mich seit 1999 in der Robotik oder mit der Robotik, war 13 Jahre beim Roboterhersteller im Vertrieb angestellt, im technischen Vertrieb. Und bin jetzt seit mehr als 10 Jahren bei EGS in der oben genannten Funktion. Zur Agenda. Ich würde anfangen mit ein paar Worten zum Unternehmen und zu unserem Leistungsspektrum. Würde dann ein paar Robotergrundlagen erläutern, einfach, dass wir uns auf eine Ebene Stück weit hieven. Wird dann einen groben Überblick über Anwendungsbereiche von Robotern geben. Was können sie besonders gut? Was können sie vielleicht nicht so gut? Würde dann ein paar Worte zu sagen zu dem, was sie bekommen, wenn sie eine schlüsselfertige Komplettlösung kaufen. Würde auf das, was wir unter kundenspezifischen Lösungen verstehen, eingehen. Dann einen kurzen Fokus auf unsere Standard-Automationsangebote legen und zu guter Letzt noch die Möglichkeiten im Support und Service, die wir anbieten, darstellen und abschließend damit, wenn Sie dann Blut geleckt haben, sozusagen, wie die nächsten Schritte wären, um zu einem Projekt zu kommen oder Projekte zu identifizieren und die auch entsprechend zu realisieren. Dann würde ich mit der Vorstellung von der EGS Automation GmbH beginnen. Wir entwickeln und realisieren sowohl spezialisierte als auch standardisierte Automationslösungen. Wir machen das vorwiegend unter dem Einsatz von Robotertechnik für sehr unterschiedliche Industrien und Branchen, aber mit einem sehr starken Fokus auf Metall und Kunststoff und dort für sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche und Aufgaben. Ich habe hier mal ein paar Gegensätze, in denen wir uns bewegen, aufgeführt. Danke, jetzt ist der Ton weg. Okay. Hört man mich jetzt wieder? Super, Entschuldigung. Also ich war bei den Gegensätzen, in denen wir uns bewegen. Das geht los von einem sehr niedrigen Teilegewicht im niedrigen Grammbereich bis hoch zu schweren Teilen, deutlich über 100 Kilogramm Gewicht. Das bewegt sich teilweise in einer Mikromontage von sehr kleinen Teilen, kleinen Federn, kleine Kontakte bis hoch zum Schwerlasthandling. Das bewegt sich im Bereich von der großen Teilevielfalt, wo es um ein schickes Rüstkonzept geht, um möglichst schnell zwischen unterschiedlichen Teilevarianten umstellen zu können, bis zu Großserie, wo man auf einen Werkstücktyp mit maximaler Taktzeitoptimierung hin optimiert. Sehr saubere Umgebung in einem Reinraum, wo man mit einer Laminarflowbox einen Reinraum ISO bis zu ISO 6 realisiert, in der sich ein Roboter bewegt, bis hin zu einer Werkzeugmaschinenautomation, wo man mit spritzendem Kühlschmiermittel zu tun hat, also ein sehr weiter Anwendungsbereich. Zu uns, wir halten uns für einen Roboterprofi. Wir haben bis heute fast 2000 Roboter installiert. Die 1850 war Stand Anfang diesen Jahres. Wir verbauen im Jahr zwischen 110 und 240 Robotern. Das hängt ein bisschen von der Projektstruktur des jeweiligen Jahres ab. Kurze Seiteninformation dazu. Der deutsche Markt umfasst circa 20.000 neu installierte Roboter im Jahr. Bedeutet, wir liefern oder steuern dazu bis zu 1% bei pro Jahr. Wir beschäftigen uns seit 1999 mit der Robotik grundsätzlich und sind seit 1.3. ein Tochterunternehmen von Dunker Motor.
Und weil ich jetzt hier die ganze Zeit so auf die Robotik abhebe, haben wir ein Adjektiv gesucht, was uns möglichst gut beschreibt. Es gab keins, dann haben wir selbst eins erfunden. Das ist nämlich das Robotiv. Wir halten uns für sehr robotiv in allem dem, was wir in der Automation tun. Paar Grundlagen zum Roboter. Was ist überhaupt ein Roboter? Oben habe ich aufgeführt, was die Norm dazu sagt. Das will ich jetzt nicht vorlesen, einfach nur, damit es jeder mal gehört hat, in welcher Norm das geregelt ist. Und unten habe ich ein paar Bilder, was alles unter diese Norm fällt. Das ist ganz links der vierachsige SCARA-Roboter. Das ist daneben zwei Typen oder zwei Vertreter von einem klassischen Sechsachs-Knickarm-Roboter. Dann kommt hier ein Siebenachs-Roboter. Das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung des Sechsachsers mit einer zusätzlichen siebten Achse, der damit um die Ecke greifen kann. Dann sehen wir einen Dual-Arm-Roboter, also eine sehr menschenähnliche Kinematik mit zwei Armen mit jeweils sieben Achsen und einer Hauptdrehachse. Und auf der rechten Seite noch einen Cobot, einen kollaborierenden Roboter, der eben in einer entsprechenden Umgebung, die so aufgebaut ist, für den kollaborativen Betrieb geeignet wäre. Die Bauform habe ich schnell gerade schon mal überflogen. Hier nochmal im Detail. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen seriellen und parallelen Kinematiken. Bei der seriellen Kinematik sind die Achsen in Wirkrichtung seriell, also nacheinander angeordnet. Das sind drei der Roboter, haben wir gerade schon gesehen. Das ist der klassische Sechsachs-Gelenkarm-Roboter hier. Dazu zählt aber auch ein vierachsiger Palettierroboter wie der hier. Ebenso ein vierachsiger SCARA-Roboter. Das SCARA steht für Selective Compliance Assembly Robot Arm und ist im Prinzip eine Entwicklung, die irgendwann mal in der Montagetechnik aufgekommen ist und mittlerweile sehr große Verbreitung im Pick and Place und in der Montagetechnik hat. Und natürlich jede Art von Portalroboter, Anordnung von mehreren Achsen linear, die eben seriell, also in Wirkrichtung nacheinander geschaltet sind. Und dann gibt es noch die nicht ganz so verbreitete parallele Kinematik. Das ist einmal ein Vertreter hier zum Beispiel der Delta-Roboter, der für schnelle Pickvorgänge sehr oft im Lebensmittelbereich eingesetzt wird. Oder hier ein absoluter Exot, ein Hexapod. Eine kleine Marktinformation, Roboterdichte, die letzten Endes immer ein Stück weit was über den Automatisierungsgrad eines Landes oder einer Region aussagt. Ganz vorne Singapur und Korea mit nahezu oder nahe 1000 Robotern pro 10.000 Beschäftigten im Land. Dann traditionell ebenso weit vorne schon seit Jahrzehnten Japan mit 364 Robotern pro 10.000 Beschäftigte und dann käme bereits Deutschland mit knapp 350 Robotern pro 10.000 Beschäftigten. Hier ist das Ganze auch nochmal nach Weltregionen aufgeteilt. Da kann man sich ein gutes Bild machen, welches Land wie stark durchautomatisiert ist. So, dann würde ich schon zur Grundfrage kommen. Roboter können doch eigentlich alles, oder? Also Roboter können sehr gut repetitive Aufgaben mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit und Genauigkeit bewältigen. Da muss man einmal unterscheiden zwischen der Wiederholgenauigkeit nach ISO. Das ist ein Wert, den werden Sie in jedem Datenblatt eines Roboterherstellers finden. Dann gibt es eine Absolutgenauigkeit, die ist Größenordnung Faktor 10 schlechter. Und dann gibt es natürlich noch spezielle Anwendungen, wenn ich zum Beispiel eine sehr genaue Bahn fahren will, die Bahngenauigkeit. Und dann werden Sie in jedem Datenblatt Einzelachsgeschwindigkeiten finden, aber in der Anwendung ist es immer relevant, was resultiert daraus am Werkzeug für eine tatsächliche interpolierte Geschwindigkeit. Roboter sind dabei nur so gut wie ihr Umfeld. Der beste Roboter nutzt wenig, wenn das Roboterwerkzeug nicht gut funktioniert oder wenn Vorrichtungen und Peripherie im Roboterumfeld nicht gut gestaltet sind oder die Erfahrung nicht vorhanden ist, dann kann es unter Umständen auch dazu führen, dass die Anwendung nicht so gut funktioniert, wie man sich es eigentlich vorgestellt hat. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, wie bringe ich dem Roboter bei, wie er sich bewegt? Und da gibt es eben
unterschiedliche Möglichkeiten. Der klassische Weg ist online mit einem Programmierhandgerät. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Simulationsumgebungen, wo ich Programm offline erstelle. Normales Teaching, also wirklich Punkt anfahren, teachen, nächsten Punkt anfahren, teachen und Punkte verbinden. Robo-Guiding ist ein Thema mittlerweile, wo Sie bei kollaborierenden Robotern den Roboter sozusagen an der Hand nehmen können und durch die Umgebung fahren können und so das Programm entsteht. Und schlussendlich gibt es noch die Möglichkeit, über Postprozessoren zu arbeiten. Das heißt, da werden irgendwelche 3D-CAD-Daten in ein Programm geladen und daraus entsteht ein Roboterablaufprogramm. Das ist vor allen Dingen bei komplizierten Bahnanwendungen sehr verbreitet. Und viele mehr. Das ist jetzt nur mal eine Auswahl. Das ist ein Bereich, der stetig weiter wächst und sehr stark von der Anwendung abhängt. Anwendungsbereiche und Applikationen, handhaben, palettieren, montieren sind unsere Hauptbetätigungsfelder, also die von EGS Automation. Die nachfolgenden Applikationen sind in der Regel für uns Zusatzanwendungen, wo wir dem Kunden zusätzliche Wertschöpfung versuchen zu vermitteln in einer Zelle oder bereitzustellen. Also sprich, wenn Sie ein Bauteil haben, aus einer Maschine nehmen und dann in einen Werkstückvorrat ablegen, gibt es unter Umständen die Möglichkeit oder ist sinnvoll, noch eine Prüfaufgabe, Messaufgabe, eine Kennzeichnung oder ähnliches in den ganzen Ablauf zu integrieren, die üblicherweise nicht in dem automatischen Ablauf war, aber dann jetzt in den Ablauf mit einbezogen wird und somit nur zusätzlich nachträglich gemacht werden muss. Dann bin ich bei dem Thema Turnkey, Rundum-Sorglos-Paket. Ich habe Ihnen hier mal aufgezeigt, wie sich so ein typisches 100.000 Euro Standard-Werkzeugmaschinen-Automationsprojekt aufteilt, also die Kosten. Da machen ungefähr 25% der Roboter aus, ungefähr 10% ist das Werkzeug, also zum Beispiel das Greifwerkzeug am Roboter. Ungefähr 20% ist der Werkstückspeicher, sehr häufig ein Palettiersystem oder ein Bandsystem, wo die Teile aufgelegt und entnommen werden. Ungefähr 5% entfallen auf den Schutzzaun. Dann brauchst du ein Engineering, also eine mechanische und elektrische Konstruktion, Entwicklung. Dann ist das Thema CE und Doku, schlägt mit ungefähr 7% zu Buche, ein relativ hoher Wert, der aber nicht zu unterschätzen ist. Die eigentliche Programmierung mit circa 8%, dann der mechanische und elektrische Aufbau des Projekts mit circa 5%, nee, auch mit 8%, Entschuldigung, die Inbetriebnahme mit 5% und schlussendlich eine Schulung, eine Einweisung für die Bediener mit ungefähr 2%. Wenn Sie das Ganze jetzt im Do-it-yourself machen möchten, müssen Sie sich klar sein, dass rund 40% des Invests, nämlich alles, was hier rot eingefärbt ist, aus Eigenleistung erbracht werden müssen. Und dass eben die Maschinenrichtlinie und die Sicherheitsanforderungen für eine Roboteranlage auch im eigenen Betrieb gelten natürlich. Also niemand will, dass eigene Mitarbeiter Schaden erleiden und dementsprechend ist es zwingend erforderlich, die Vorschriften und die Sicherheitsanforderungen einzuhalten. Das bedeutet, wenn Sie in diese Richtung denken, sollten Sie sich gut überlegen, ist die Erfahrung vorhanden und vor allen Dingen ist die Kapazität vorhanden. Häufig ist man geneigt zu sagen, ich kaufe mir einen Roboter, ich kaufe mir einen Greifer und programmiere das und dann bin ich eigentlich schon so weit und am Ende stelle ich einen Schutzzaun drum. Aber eine Komplettlösung, Roboterautomation ist einfach deutlich mehr. Deswegen, unser Ziel ist es, unseren Kunden zuverlässige und prozesssichere und vor allen Dingen langlebige Komplettlösungen anzubieten. Sie dabei aber durch Schulungen und Hilfestellungen so weiterzuentwickeln, dass Sie Änderungen und neue Varianten selbst einrichten können. Also wir versuchen nicht, unsere Kunden von uns abhängig zu machen, sondern wir versuchen sie zu kompetenten Usern hinzuentwickeln, bis hin dazu, dass dann teilweise auch Umrüstgreifwerkzeuge oder Ähnliches selbst realisiert werden. Was bekommen Sie von uns für im Rahmen so einer Erstellung von einer Komplettlösung von der Idee
geht über die Realisierung bis zur Instandhaltung. Das geht los mit einer hoffentlich kompetenten Beratung auf Ihre Anfrage hin. Wir überlegen uns dann entsprechende Konzepte, um die Aufgabenstellung zu lösen, bieten Ihnen das an, hoffen dann auf eine Auftragserteilung. Dann findet bei uns im Haus die Entwicklung und Konstruktion statt, mechanisch wie elektrisch. Das Ganze wird bei uns aufgebaut, wird bei uns in Betrieb genommen. Nach der Inbetriebnahme erfolgt eine relativ umfangreiche Vorabnahme des kompletten Systems bei uns im Haus. Wenn das Ganze dann durch die Vorabnahme durch ist, wird es bei Ihnen im Haus aufgebaut, gegebenenfalls dort noch mit zum Beispiel einer Maschine verheiratet und dann komplett in Betrieb genommen und nach einer Schulung entsprechend übergeben. Wir unterstützen Sie mit vorbeugender Wartung und Instandhaltung. Und im späteren Leben einer Anlage ist natürlich auch der ein oder andere Service oder eine oder andere Reparatur erforderlich. Also im Prinzip wirklich über das gesamte Leben einer Automationslösung sind wir für Sie da. Bei den kundenspezifischen Lösungen bewegen wir uns, hatte ich am Anfang schon mal grob angedeutet, in der Metall- und Kunststoffindustrie. Die Projektgrößenordnungen gehen von Größenordnung 70.000 Euro inklusive Inbetriebnahme bis hoch zu komplexen Projekten bis 1,5 Millionen Euro typischerweise. Und wie ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, wir sind robotiv. In fast jeder Anwendung ist bei uns ein Roboter drin oder wir denken in Robotik, einfach weil der Roboter als Standard und universelles Bewegungsmanipulationsobjekt sehr viele Freiheiten und auch zukunftssicher entsprechende Änderungsmöglichkeiten bietet. Ich hatte gesagt, wir haben auch ein großes Spektrum an Standardautomationslösungen. Das firmiert bei uns unter Sumo. Wofür Sumo steht, ist hier aufgeführt. Links auf der Folie sind auch vier Beispiele aufgeführt. Bei allen vier handelt es sich darum, Teile zu speichern in einem Werkstückspeicher, entweder in Werkstückträger, Paletten oder auf einem Band. Ein Roboter nimmt die Teile, die dann unbearbeitet sind, bringt sie in einen Prozess, zum Beispiel eine Maschine, und holt sie danach wieder raus, wenn sie bearbeitet sind, führt gegebenenfalls noch einen Zusatzprozess durch, zum Beispiel eine Kennzeichnung, und legt sie dann wieder in den Fertigteilspeicher ab. Somit erreicht man eine bestimmte Autonomie. Und das ist schlussendlich der Teil, den das Ganze mannlos läuft. Also im Prinzip, man füllt einen Speicher, das System läuft dann ohne Bediener eine gewisse Zeit ab, je nach Größe des Speichers, und danach entleert man den Speicher wieder und füllt ihn neu. Der Vorteil von diesen Standardautomationslösungen ist, das muss nicht jedes Mal aufs Neue erfunden werden. Das heißt, wir haben geringere Engineeringkosten, wir haben kürzere Realisierungszeiten als bei einer Sonderlösung, kürzere Inbetriebnahmezeiten und sehr ausgereifte Systeme. Wir bieten in Summe 10 verschiedene Standardsysteme an, Werkstückspeicher und Handling, war ich gerade schon drauf eingegangen, entweder mit Paletten und Werkstückträgern oder ohne Paletten, oder eine Bearbeitungsentgratzelle, beziehungsweise auch noch ein Stacker für kleine Werkstücktrays. Zum Thema Support und Service noch. Wir bieten da Wartungen nach Auftrag an. Also sprich, wenn Kunden das Gefühl haben, der Roboter braucht eine Wartung oder die Anlage, dann kommen wir. Wir bieten aber auch vorbeugende Wartungsverträge an, wo wir zyklisch zur Anlage kommen. Ein Roboter braucht üblicherweise einmal im Jahr eine Umsorgung, die so aussieht, dass man die Schmierung überprüft und jedes zweite Jahr tauscht man die Pufferbatterien aus. Das ist ein sehr überschaubarer Umfang, der bei einem kleinen Roboter, sagen wir mal, bis 12 Kilo Traglast bei uns im Umkreis mit Größenordnung 500 Euro im Jahr all inclusive abgehandelt ist. Ansonsten laufen die Roboter dann sehr wartungsarm. Wir bieten Roboter-Programmierschulungen bei uns im Haus an speziellen Schulungsrobotern für die Hersteller Epson und Yaskawa. Programmierdienstleistungen an unseren Anlagen natürlich, also wenn ein neues Bauteil eingerichtet werden muss. Roboter-Service, wenn dann irgendwann mal was kaputt geht, Reparatur und natürlich auch Ersatzteilversorgung für die Robotik, aber natürlich auch für die komplette Anlage.
Support und Service, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, sieht so aus, so viel Sie möchten, aber nicht mehr, als Sie brauchen. Nochmal, wir wollen niemanden abhängig machen von uns, sondern unsere Kunden unterstützen, dass sie mit prozesssicheren, stabilen Anlagen wirtschaftlich produzieren können und sie da unterstützen, wo sie Know-how brauchen, beziehungsweise auch im Know-how aufbauen. Wenn das Ganze jetzt Ihr Interesse geweckt hat, wie könnte dann eine weitere Vorgehensweise aussehen? Ich habe das hier aufgeteilt in die Dinge, die man gemeinsam tun muss, die Dinge, die auf Kundenseite zu tun wären und die Dinge, die unser Job sind. Zunächst mal, im Falle, dass Sie in puncto Automation noch keinerlei Erfahrung haben, würde ich empfehlen, grundsätzlich mal Potenziale im Fertigungsumfeld anzuschauen, also einen Besuch vor Ort zu machen, zu schauen, was eignet sich, was eignet sich nicht, dann entsprechend Prioritäten zu setzen. Man wird natürlich als erstes versuchen, die niedrig hängenden Früchte zu ernten, also dort, wo man relativ schnelle, gute Wirtschaftlichkeit erzielen kann. Dann braucht es von Ihrer Seite etwas genauere Definition, also eine Aufgabenbeschreibung oder ein Lastenheft, wo einfach die Randbedingungen definiert sind, Taktzeiten, Bauteilspektrum, Umgebungsbedingungen und sonstige Anforderungen. Auf dieser Basis kommt dann von uns ein erstes Konzept und ein Richtangebot, anhand dessen Sie Ihrerseits die Wirtschaftlichkeit prüfen können. Und wenn Sie da eine Chance für einen guten ROI sehen, dann gibt es ein bestellfähiges Angebot mit dem entsprechenden Konzept und nach einer Beauftragung erfolgt dann die Realisierung durch uns. Von daher kann ich Sie nur einladen, werden Sie mit uns produktiv, qualitativ und robotiv und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Ich kann Sie zur Auflockerung auch auf unsere Webseite verweisen. Ton ist wieder weg, Heiko. So, müssen Sie mich wieder hören? Okay, also der Verweis noch auf unsere Website. Sie finden dort einmal Datenblätter zu allen unseren Standardsystemen. Einige realisierte Anwendungen sind relativ detailliert beschrieben. Es gibt aber auch entsprechende Wissensseiten rund um Robotik und Automation, wo Sie sich tiefer informieren können. Und ansonsten können Sie natürlich gerne auch mich kontaktieren im Nachgang, beziehungsweise wenn Sie wirklich Ansatzfälle sehen und entsprechende Potenziale bei sich anschauen wollen, können wir gerne einen Termin vereinbaren, ich oder einer meiner Kollegen. Und dann schauen wir uns das bei Ihnen gemeinsam an. Wenn jetzt Ihrerseits keine Fragen mehr sind, dann hoffe ich, es war informativ und hat Ihnen einen ersten guten Überblick gegeben. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, im Nachgang von Ihnen zu hören.